und die mich. Nicht? Auch die Bescheidenheit ist also ein Trick. Nicht? Ist auch ein Trick. Ja, das ist auch, nicht? Da gibt es das Gedicht von Wilhelm Busch. Das heißt, über die Selbstkritik, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Selbstkritik hat viel für sich. Der Herr flieht schon, ja. Der ist auf der Flucht, Entschuldigung. Der flieht schon, weil langweilig ist er da mit den Geschichten. Das will ich nicht. Der Herr ist schon weg. Der ist schon entsetzt. Ja. Also die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadel mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten nehme ich weg den besten Bissen all meinen Kritiküssen. Dann hoffe ich außerdem auf Widerspruch, das sehr genehm. Und schließlich kommt der das ist interessant, der Kaiser Franz Josef. Obwohl der feste Tischler gesagt hat, in diesen 60 Jahren, den er regiert, hat überhaupt keine gute Idee gehabt. Nur schlechte Idee. Na gut, auf jeden Fall ist was ganz Typisches. Nicht? Der Mensch versucht nun, eben historisch, klar zu machen, er gehört zu einer besseren Schicht, er ist was Besseres, er ist ein besserer Mensch. Der Kaiser Franz Josef war sehr interessiert, dass nur Inhalt der Schicht geheiratet wird. Nicht wie dem was furchtbar. Seine Enkelin, die übrigens da in der Linzer Straße, das, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Elisabeth, die Kassen, die rote Erzherzogin, die mit einem Windischkreuz verheiratet war. Schau, wie es beim verbotenen Glücksspiel der Wiener Unterwelt zugeht. Beim Stoßspiel. Auch das sind noble Leute. Diesem Stoßspiel, da nehmen diese Konkurrenzunternehmen zum Roulette. Es darf nur mit alten deutschen Karten gespielt werden. Es wird gesetzt nach bestimmten Regeln. Aber die dort anwesend sind genauso handsam wie beim Roulette. Mit mausgeschönen Anzug, mit Krawatte, aber Gauner. Verbrecher. Leute, die auch entsprechende Gefängniserfahrungen haben. Und dieses Glücksspiel hat eine lange Tradition. Das Mittelalter, ich werde mittelalterliche Wörter verwendet. Das hat mich ja fasziniert mit diesen Untersuchungen, dass da Wörter verwendet werden, der Stoß, der Einwände, so heißen die Karten, oder der Brief, einen verkehrten Brief ins Spiel schicken, also der verkehrte, gezinkte Karte. Das Wort Brief verwendet übrigens auch Paracelsus um 1500, der auch mit diesem fahrenden Volk herumgezogen ist. Und dort dürfen Frauen nicht zuschauen. Nur Männer. Nur der Bürger hat es aufgegeben. Diese, wie soll man sagen, der vermischt alles, Frauen und Männer, die kennen überall gleich. Aber bei Ganoven und Aristokraten nie. Bei den Ganoven gibt es Bereiche, die Frauen nicht betreten dürfen, bei den Aristokraten auch. Der St. Johanns Club, bei dem ich auch geforscht habe in Wien, da dürfen Frauen nicht hin. Nur zu bestimmten Anlässen. Oder durch Lieberanteneingang, kurz. Wenn sie eingeladen sind, grundsätzlich nicht. Und das ist dasselbe. Eine Frau, die Damen warten da im eigenen Zimmer. Und ich bin ja mit ihr hingegangen, mit der Prinzessin, und gesagt, zwar bin da gegangen, gab es einen berühmten Schmutzer, weiß nicht, ob ich das sage, die Schmutzerburen. Da waren so berühmte Leute, die 70er, 80er Jahre noch, diese Schmutzerburen, Chef dieses Glücksspiels. Ich hatte das in der Hand, mit denen hatte ich mich gewisser Weise. Und der Pugel, dieser Schmutzerpugel ist der Freund, der Leibwächter. Der hatte da in der Linzer Straße in einem Lokal, im Hinterzimmer, dieses Stoßspiel organisiert. Und da bin ich hin, ne? Da kannte mich gut, und ich sagte, pass auf, eine Prinzessin Liechtenstein will da zuschauen. Und ich sagte, ja, wenn es eine Prinzessin ist, machen wir Ausnahme. Ne? Und ich durfte dabei sein. Und das war der Liechtenstein zum Mittagessen eingeladen worden. In der Porzellankasse. Und den ganzen Stock hatten die da. Ihr Vater, der war ein Großonkel von dem jetzigen Fürsten. Na, und die haben mich da nett bewirtet. Das war ganz toll. Das waren so, ich war eingeladen, noch in der hohen Persönlichkeit. Da bin ich mit Krawatten hingefahren, gegenüber der Vater gesessen. Ne? Mir gegenüber neben mir eine Habsburgerin und sehr vornehm aufgedeckt worden. Um den Teller lagen so 6 Geräte, so Messer, Gabel, jede Menge. Und ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich weiß, wir mich irgendwie orientieren an den anderen. Nicht? Und ich habe gesehen, dann einen anderen Besteck gegeben. Bin ich jämmerlich dort gesessen und ich mache es da. Dann habe ich mir gedacht, mach ich es wie der Vater. Wenn ich das mache, und dann ein paar Tage später, wenn ich die Prinzessin gefragt habe, ob das richtig war, hat sie gesagt, nein, der Vater macht es immer falsch.
Das ist so eine Sache. Ja. Kann nicht passieren, als Bursche. Ja. Aber ich weiß, der kann sich's wieder leisten. Der ist schon wieder so hoch, der das leisten kann. Kommt schon wieder. Da gibt es schon wieder viel. Also über 8000 Familien sind da geoutet worden. Und die letzten, die geoutet werden wollten, das waren Industrielle, ne, die interessiert waren, in den Ausstellungen da oben zu werden, die haben dann Schwierigkeiten gehabt. Und da gibt es diese Geschichte, dieser Witz natürlich, aber irgendwie dürfte das Wahres dran sein. Der Erzherzog, der letzte Kaiser Karl, wie der auf dem Weg in die Emigration war, ist er von Ungarn da irgendwie über den Neusiedler See da gefahren und am Neusiedler See sollen noch einige dieser Industriellen, die standen sind, gebeten haben, ihnen das alles ansuchen zu und wie bitte, wenn dieser Zug stehen bleibt, mit dem Kaiser Karl sind sie in das Coupé hinein, heißt es. Der Kaiser hätte es unterschrieben. Und diesen Adel nennt man den Coupé-Adel. Und dann manchen ist es nicht mehr gelungen hinzukommen, den haben dann nur mehr gewunken. Und dieser Adel nennt man den Wink-Adel. Ja? Und das, ja, das sind Wörter, die bekehrt im St. Johanns Club, wo Hocharistokraten zusammen sind, mit diesen Wörtern oder mit dieser Bezeichnung. Über Leute, die dann spät reingekommen sind, wieder bei einem Mehlhof und so. Nicht? Aber es ist so, dass eine ganz wichtige Sache, darüber wird auch dort viel geredet, ist ja, einer Tätigkeit nachzugehen, das ist genauso wie im Ganoven, die zwar körperlich also wichtig ist oder interessant ist, die aber sinnlos ist. Wenn sie nur Arbeiten, die sinnlos sind, abnehmen. Also echte körperliche Art ist auch nicht. Das ist was Furchtbares. Das ist was ganz Schreckliches. Das erniedrigt wieder. Ich habe da einen Zeitungsausschnitt mit einem Interview der Prinzessin von Kent. Die kennen Sie, Frau Kent. Die ist ja, bitte. Die kennen Sie. Und die schreibt sie, dass ihr Mann nicht arbeiten durfte. Das Königshaus verboten. Dürfte nicht arbeiten. Er darf nicht arbeiten. Keine körperlichen Arbeit nachgehen. Aber sie schriftstellerisch darf sie tätig sein. Das wurde irgendwie anscheinend auch noch. Das wichtig für sie die Jagd ist. Die Jagd. Die Jagd eben eine Sache ist, da kann man sich körperlich betätigen, aber es dient nicht dem Brunnerwehr. Das kommt da auch raus. Ich sag, und diese Leute sind ja für die Fuchsjagd. Die vertreten die Fuchsjagd. Als die Fuchsjagd verboten wurde, haben die ihre Landhäuser zugesperrt. Das zählt sich nicht mehr aus. Ne? Die Jagd geht nicht, und die Jagd ist ganz was Wichtiges. Jagd hat eine alte, eine lange Tradition. Die ersten Berichte über Jäger, ne, der selber Jäger war anscheinend, ne, die Bello Gallico, die kennen das die Geschichte. Das ist ein gallischen Krieg, und da schreibt er auch, eben wie wichtig ihm die Jagd ist. Das geht da hervor. Da bin ich auf eine interessante Stelle gestoßen, und da fragt er einen, weiß ich nicht, ein Germanen da irgendwo, fragt er, wie sie jagen. Das ist eine berühmte Stelle. Er ist ein nobler Herr, nobler Feldherr, wir wissen, wie man jagt, interessiert die Jagd. Und da wird er angelogen. Das ist der erste Hinweis. Und da sagt ihm der, sagt ihm dieser, weiß nicht, so Galli oder Kälte, sagt ihm, was mit unseren Kreisen, da muss es irgendwo gewesen sein, da sagt ihm, bei uns ist es so, dass die Hirsche oder Elche, die haben kein Kniegelenk. Nicht? Wenn die müde werden, lehnen sie sich an den Baum an, wenn sie nicht mehr aufstehen können, weil sie kein Kniegelenk haben, wenn sie am Boden nicht mehr aufstehen. Die machen das so, dass sie die Bäume ansägen. Und dann fliegen sie mit dem Baum hoch und dann haben sie es. Das ist ein Prinzessor. Hinweis auf die Noblesse. Jagd ist wichtig. Und den Bauern verbietet man das Jagen. Nach altem germanischen Recht hat jeder freie Bauer das Recht der Jagd. Es wird ihm verboten, den Bauern. Der Bauer gerät in Abhängigkeit und die Bauernkriege sind von diesem Hintergrund auch zu verstehen. 1525 kommen die großen Bauernkriegen, die Bauern lehnen sich nicht nur ab, weil sie unterdrückt werden, sondern wenn ihnen das Jagdrecht fehlt. Sie dürfen den Wald nicht betreten. Die Sache der Aristokratie, das geht bis im Gebirge. Die Bauern stellen sich den Aristokraten gleich, sie wollen auch nicht erniedrigt werden. Und darüber geschrieben auch, ja. Es geht bis in die 50er Jahre, weil sie werden zwar frei 1848, sind arme Bauern im Gebirge. Und sie werden streng bestraft. Die oberösterreichischen Bilder, die wir so erwischen, die werden hinuntergebracht unter Maria Theresia, hinunter noch Temeschwar, in den Banat. Der Banat war für Österreich das, was für die Engländer Australien war, Neuseeland. Und im Banat wurden sie hingebracht,
Und das Interessante ist das, eine kühne Theorie von mir, stimmt. Ich habe das erzählt einem Ungarn einmal, einem Ungarn. Und, einem Deutschen habe ich das erzählt, einem NATO-Deutschen. Der sagt, hörst du mal auf damit, warum? Weil die Ungarn ärgern uns heute noch immer damit, dass sie sagen, ihr stammt sie ohnehin noch von den Wiener Huren. Gut, jedenfalls, die Jagd ist ganz wichtig. Mit der Jagd entwickeln sich eine Vielzahl von Symbolen und Ritualen. Es ist auch sehr schwierig, in gewisse Jagdvereine reinzukommen. Die Jagden wird sehr viel gezahlt. Man stellt sich im Aristokraten gleich, stimmt's nicht? Die Jagd ist ganz Wichtiges. Das lassen sich die Bauern aber nicht freuen, gerade im Gebirge nicht. Da entsteht so eine Kultur der Wildschützen mit Ritualen, Symbolen, die der Franz Ferdinand, der hat im Laufe seines Lebens ungefähr 250.000 also Stück Wild geschossen. Gams und Reh und so was. Das ist furchtbar. Da sind geschossen. Wenn Sie so Bilder sehen, oder auch der Kaiser Franz Josef, wenn Sie anschauen, die Kaiserbilder, ne? Und das ärgert die Bauernburschen. Das sind auch stolze Leute, die stellen sich gleich dem Aristokraten, die sich dem wegschießen. Aber sie sind die Ersten, die weitmännisch jagen. Weil sie müssen so schießen, dass das Wild so im Feuer fällt. Verstehen Sie, es muss fallen. Sie müssen nicht gleich weg sein mit dem Wild. Sie können sich halten. Und diese Burschen genießen höchstes Ansehen. Gerade in den Gegenden, in denen der Kaiser die Jagd hatte, zum Beispiel Bodischl. Das Gäusern kommen die Wilder. Das Gäusern. Den Kaiser was wegzuschießen, das war was. Aber sie sind fair. Aber 1848 kommt es zu einem großen Problem. Die Bauern werden frei, müssen aber ein Drittel des Wertes, des Grundes, einen alten Jagdherrn zahlen. Einen alten Grundherrn. Nicht? Ein Drittel, sie werden frei, bis sie waren die Stifte, Grafen und so weiter. Also Herren über diese, über den Grund und Boden. Jetzt ist der Bauer, der auf diesem Boden als Pächter eigentlich gearbeitet hat, wird nun frei und Eigentümer, aber er muss dem einen bestimmten Betrag zahlen. Jetzt kommt es zu großen Problemen, die Bauern nehmen können. Und jetzt können sie aber nicht zurückzahlen. Es kommt zum sogenannten Bauernlegen. Die Bauern werden reingelegt. Es kaufen Hocharistokraten und so weiter, kaufen diese Gebiete auf, weil diese Gebiete versteigert werden. Die können sie nicht zahlen, es kommt zur Versteigerung. In der Obersteiermark werden 20.000 Hektar Bauerngüter versteigert. Und da kaufen die Leute ein. Ne? Schwarzenberg, Mehrmählenhof. Dort, wo Aristokraten einkaufen, gibt es keinen Tourismus. Ne? Gibt keinen Tourismus, auch keine Almen. Da in Oberösterreich, Steierling, da Hinterstoder, da tut mir leid. Ja. Aber ich bin genau weiß. Entschuldige, ja. Muss leider. Tut mir leid, ja. Aber nicht gut. Ich fahre mit dem Rad vor, nehme ich mir Bälle mit. Das ist angeblich gut für Sie. Und ich habe gelernt, mit 4 Bällen zu jonglieren. Da bist du überall gebraucht. Und da jongliere ich im Wienerwald. Das ist so eine Schönstadt, das ist so eine Pilgerstätte. Und daneben ist so eine Mutter-Gottes-Stadt, und da tue ich jonglieren. Und da haben die Leute aufgeregt. Die Damen haben sie aufgeregt, ich tue nicht mehr jonglieren, ich jongliere. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das zu Ehren der Mutter Gottes. Erzähle. Na gut, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich nicht langweile. Ja. Auf jeden Fall ist das mit der Jagd eine ganz wichtige Sache, die eine große Rolle spielt. Die Jagd, die mit vielen Ritualen verbunden ist, und auf dem 26, glaube ich, oder später, ist jedem Österreicher erlaubt, den Wald zu betreten, außer es gibt gewisse so zeitlich begrenzte Verbote, aus forstlichen Gründen. Aber die Hocharistokratie ist nicht interessiert, dass die Leute reingehen. Da gibt es große Probleme. In Hinterstudien gibt es schon einen eigenen Verein, der sich dagegen gewehrt, dass die. Es gibt so viel Wald schon, die Weideflächen verschwinden. Große Probleme. Nicht? Und da sagen sie die Leute auch, denen schützen wir die Gams. In die Werden werden wir die schon ärgern. Gut, aber Jagd, daneben gibt es noch viele andere Sportarten, wenn Sie schauen, die ja nur dem noblen Herrn also offen war. Der Bürger versucht sich ja dem anzupassen. Nicht Golf war eine solche Sache, die nur dem Aristokraten offen stand. Nicht? Je kleiner der Ball wird, umso vornehmer die Leute. Das ist schon aufgefallen. Fußball, Tennis, jetzt kann man sagen, in die Gruppen reinzukommen. Es gab Tennisvereine, die große Schwierigkeiten hatten. Wenn Sie die Geschichte des Sports anschauen, ist Sport eine Sache der noblen Leute. Den ersten Sportbericht, den ich sehe, gelesen habe, war in der Odyssee. In der Odyssee. Der Freund des Achilles. Beim Begräbnis des Freundes des Achilles. Da werden Wettkämpfe durchgeführt. Aber nur Aristokraten. Aristokratische Krieger und Königssöhne kämpfen da. Der kleine Mann, dem wird gar nicht erlaubt, Sport zu betreiben. Die ersten Arbeiter sportlich sind uns an. Ne? Das stimmt eh. Aber in der Freizeit sind die Leute heute zu Sachen bereit, über die ich mich wundere. Ja. Was die alles machen. Wenn die sich normal so
solchen Arbeiten ausgesetzt wären im Betrieb, dann würden sie zum Betriebsrat gehen. Was ist das denn? Allein wenn Sie schauen, diese Campingplätze. Jedes palästinensische Flüchtlingslager ist. Das